Hallo Freunde, willkommen zurück zur UCM One Unboxing-Reihe. Heute mit dem Film Schlussakkord als Mediabook mit diesem tollen Cover. Hier ist das Spine, hier ist nochmal das Artwork drauf. Hinten hat man einen kleinen Klappentext, ein paar technische Daten und sonstige technische Kleinigkeiten. Es geht los. Hier ist die DVD. Hinter der DVD geht dieses Setfoto weiter. Da kann man nämlich sehen, dass da eigentlich der Ziehvater das Adoptivkind. Jetzt habe ich was von der Handlung vorweggenommen. Umarmt. Hier ist Willy Birgel vor Gericht und auf der gegenüberliegenden Seite das Cover-Motiv. Ich glaube, das ist sogar das Original-Cover. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Hier ist die Handlung. Ganz kurz, dafür umso größer. Schöne, professionell gemachte Set-Fotos, die man sonst wo nicht kriegt. Produktionsnotizen gibt es dafür umso mehr. Ja. Ich halte das mal extra groß in die Kamera rein, falls das jemand durchlesen will. Aber dafür ist ja auch das Mediabook da, dass man sich das kauft und durchliest. Hier ist ein Essay über den Regisseur Detlef Sierk oder Douglas Sierk. Ich habe zum ersten Mal gedacht, das wäre Kirk Douglas. Nein, es geht um Douglas Sierk. Ein schönes Setfoto. Daneben hier ist seine Filmografie. Eine Biografie über Willy Birgel sowie seine Filmografie. Ja, er spielt einen genialen Dirigenten. Und das ist die einzigartige Maria von Dasnadi. Eine kleine Biografie über sie sowie ihre Filmografie. Und ein unglaublich schönes Foto. Ein Setfoto. Das ist eine sehr interessant gemachte Szene. Das ist, ja, ich nehme mal auch ein Setfoto, aber das kommt auch im Film vor. Maria Koppenhöfer, ihre Biografie sowie ihre Filmografie. Theodor Loos spielt einen virtuosen Flötenspieler am Kerzenlicht. Das ist seine Biografie sowie seine Filmografie. Und der kleine Peter Bosse. Kann man den kennen? Wahrscheinlich bekannt. Eine Filmografie und Biografie. Hier kommen die Credits des Films sowie ein Setfoto von Willy Birgel, wie er gerade das Orchester virtuos gekonnt dirigiert. Hier ist auf der allerletzten Seite die Blu-ray mit dem Covermotiv und hinter der Blu-ray geht dieses fantastische Setfoto weiter. Ein Mann mit seinem Monokel. Schlussakkord. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Mediabook. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder mit dem nächsten Produkt. Aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!